Herzlich willkommen rheinbogen.net. Herzlich willkommen im Garten der Inspiration, hier mitten in der Natur. Und jetzt möchte ich euch von meinem neuesten Projekt erzählen, einen Sommer lang. Also 20 Jahre war ich mit Opern, also mit Musiktheater beschäftigt. Und dann kam es insofern zu einem Wandel, dass ich aus dem festen Engagement raus bin, in die Freiheit. Und und sich mir die Frage stellte, selber mal Geschichten zu erfinden. So, dass ich auf das Leben eines Mannes stieß, der verstorben ist, das interessierte mich sehr und habe mir dann Gedanken gemacht und das dann mit Dingen kombiniert, die für mich interessant waren, mit Philosophie, mit der Stoa, mit Epikur und das in einen Lebensraum gesetzt, der auch sehr viel mit mir zu tun hat, nämlich das Rheinland, nämlich Köln, der Kölner Süden, wo ich aufgewachsen bin. Und so ist es zu diesem Buch einen Sommer lang gekommen. Eine Geschichte, die ihren Ursprung allerdings in der Realität hat. Und die Hauptfigur dieses Romans, das ist ein älterer Mann, für den spielt diese Rheinlandschaft auch eine große Rolle. Und immer wieder im Roman wird es auch darum gehen, wie sich seine Befindlichkeit in diesem Raum widerspiegelt. Ganz konkrete Orte, die dort eine Rolle spielen, die alte Liebe, die Uferstraße, der Minigolfplatz und dieser ehemalige Hundeausbildungsplatz, dann eine Bank am Rhein, das ist dann schon weiß. Also das sind Orte, wo ich als Kind oft war, mit dem Rad rumgefahren bin, mit meinen Spielkameraden und die auch etwas mit mir zu tun haben, auch wenn die Geschichte sich von mir löst.